Guten Morgen Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir vor ungefähr 3 Monaten die Brustimplantate rausnehmen lassen und ich habe einige Nachrichten bekommen, ob ich nicht ein Update-Video machen könnte, wie ich mich jetzt fühle, wie das Ganze aussieht, was sich so getan hat, ob ich es bereue, wie das Training läuft, ob sich irgendwas für mich verändert hat. Und darüber reden wir heute. Und ich muss gleich mal am Anfang sagen, dass ich extrem überwältigt war. Also zum einen einfach mal die Anzahl der lieben, positiven Nachrichten, die ihr mir gesendet habt. Und zum anderen auch von Frauen, die dasselbe machen wollen und die vielleicht schon länger drüber nachgedacht haben, wo ich jetzt vielleicht so einen Anstoß geben könnte, um das wirklich in die Tat umzusetzen. Dann haben mir auch ganz viele geschrieben, die es machen haben lassen und es war einfach mega überwältigend, diese Resonanz dafür zu bekommen. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich habe zu dem ganzen Thema jetzt insgesamt schon 3 Videos online. 1 vor der OP, 1 kurz nach der OP und 1 eine Woche nach der OP. Also falls ihr noch mehr Infos dazu haben wollt, ich verlinke euch alle 3 Videos unter diesem Video. Aber ich möchte euch jetzt gleich nochmal die ganzen Basics geben, was denn eigentlich die Sache war, warum ich das machen habe lassen und was ich genau hatte. Also ich hatte runde Implantate drin, Untermuskel mit 350er pro Seite, Unterbrustfalte geschnitten, bin von einem A auf ein Doppel-D gegangen, hatte das Ganze 9 Jahre lang drin und der Grund, warum ich es rausnehmen habe lassen, war nicht, weil ich Beschwerden hatte, sondern weil es sich für mich einfach nicht mehr richtig angefühlt hat. Also ich habe einfach für mich gemerkt, ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich sage, es passt nicht mehr so gut zu mir. Eher solche inneren Faktoren, als dass irgendwas daran falsch gewesen wäre jetzt aus körperlicher Sicht. Fangen wir erstmal an, wie ich mich jetzt fühle. Also wenn ihr die ersten Videos gesehen habt, dann habt ihr ja schon gemerkt, dass ich mich kurz danach schon relativ gut gefühlt habe. Ich fühle mich immer noch gut. Ich bin wirklich extrem zufrieden mit der Entscheidung. Also ich habe es bisher wirklich keinen einzigen Tag bereut. Ich fühle mich leichter, ich fühle mich freier. Es ist, ja. Und ich fühle mich auch optisch wirklich sehr wohl. Also zur Optik sage ich später noch was, wie das Ganze denn jetzt eigentlich wirklich aussieht und ob sich da jetzt noch was getan hat seit dem OP-Tag. Generell, also ich fühle mich wirklich sehr wohl, so wie ich aussehe, im Gesamterscheinungsbild. Was auch so eine Sache war vom Gefühl her, was mich früher ein bisschen gestört hat. Also ich, nochmal kurz vorneweg, ich habe meine Brüste mit Implantaten geliebt. Ich habe sie wunderschön gefunden. Ich war jeden einzelnen Tag happy damit. Ich habe es nie bereut, das machen zu lassen. Ich bin kein Gegner von Brustimplantaten. Wenn das jemand machen möchte und mit den richtigen Gründen, dann ne, jedem das Seine. Ich habe einfach nur für mich gemerkt, das hat einfach nicht mehr gepasst. Und es gab so ein paar Sachen, die ich auch schon währenddessen gemerkt habe, wo ich mir dachte, okay, das fühlt sich nicht so ganz richtig an, aber ich war trotzdem total mit meiner Entscheidung in Ordnung. Und das war zum einen, wenn ich Menschen umarmt habe. Ihr müsst euch das mal vorstellen, man umarmt jemanden und man merkt, dass da 2 Silikonkissen dazwischen sind. Und ich finde, Umarmungen sind so was Schönes und da ist irgendwas dazwischen. Und ich habe mich immer so gefühlt, als wenn irgendwas zwischen mir und dem Menschen, den ich umarme, als wenn da irgendwas dazwischen ist. Und ich meine, es war ja auch so, aber ja, es hat sich immer irgendwie komisch angefühlt. Ein anderer Faktor war, so wunderschön ich das gefunden habe. Also es waren wirklich meine Traumbrüste, die ich hatte. Und ich habe auch Komplimente dafür bekommen von von dem einen oder anderen Mann. Und jedes Mal, wenn jemand zu mir gesagt hat, oh, ich liebe deine Brüste sind so schön. Ich habe auch Komplimente von Frauen bekommen, also es ist nicht nur eine Männersache, ja. Ich habe mich einfach wirklich wohl damit gefühlt und ich fand es wirklich schön. Ah, ich wiederhole mich. Auf jeden Fall, wenn jemand zu mir gesagt hat, ich finde deine Brüste total toll, ich liebe deine Brüste, oh, die sind so mega.
Ich fand das schön in dem Moment, aber ich wusste, das bin nicht ich wirklich, weil, naja, es ist halt nichts, was, ne? Also wenn mir jetzt jemand sagt, oh, ich finde deine Augen total schön, ich weiß, das sind meine Augen. Wenn ich jetzt aber farbige Kontaktlinsen reinmachen würde und jemand sagt dann zu mir, oh, ich finde deine Augen voll schön, dann denke ich mir, ja, okay, es sind die Kontaktlinsen und nicht meine Augen. Und dasselbe war es halt mit den Brüsten, ne? Wenn man jemandem einen Muffin gibt und man weiß, man hat den Muffin gekauft und nicht selbst gebacken. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen nachvollziehen. Ja, und also es war jetzt nicht so, dass mich das mega genervt oder gestört hat, aber ich wusste innerlich immer so, ja, Kompliment, aber ich kann es nicht auf meine Kappe nehmen. Was auch oft gefragt wurde in der ganzen Zeit, war es, wie war es denn mit den Schmerzen? Ab wann ging es mir wieder komplett gut? Ab wann konnte ich wieder trainieren? Zum Thema Training komme ich auch gleich nochmal extra. Der Großteil der Schmerzen, dass ich sage, es war wirklich wieder komplett gut, dass ich mich wirklich frei bewegen konnte, war ungefähr nach 5 Tagen bis einer Woche. Natürlich, man muss so ein bisschen vorsichtig sein mit dem Schnitt. Aber generell, mir ging es wirklich so, so gut. Ja, also ich habe nichts straffen lassen. Ich habe sie einfach wirklich nur rausziehen lassen. Also es war, ist jetzt nicht so eine große Geschichte. Also es ist viel, viel unaufwendiger als das reinmachen lassen. Und ich bin auch 3 Tage nach der Operation wieder nach Hause geflogen. Also ich habe es in Deutschland machen lassen und ich wohne in Irland und habe halt dann quasi die Reise gemacht. Das ging total gut. Ich konnte auch Auto fahren und alles war super. Also die Schwester hat sich hier zum Beispiel beim Venenzugang einmal verstochen und das hat viel länger wehgetan als das. Ich habe auch zum Arzt gesagt, am nächsten Tag, als er kontrolliert hat, ich meinte zu ihm, also ganz ehrlich, wenn ich es nicht sehen würde, dann würde ich nicht wissen, dass sie irgendwas gemacht haben. Ich habe natürlich auch Schmerzmittel genommen, aber trotzdem, es ging echt richtig, richtig, richtig gut. Eine andere Frage, die wirklich sehr oft gestellt wurde, war, wie lief es denn mit dem Training? Wann konnte ich da wieder anfangen und ist denn jetzt ein Unterschied? Ich habe 1,5 Wochen nach der OP wieder mit dem Training angefangen, also mit dem Beintraining. Oberkörpertraining ging nach ungefähr 2,5 bis 3 Wochen. Wobei ich aber auch dazu sagen muss, ne, da immer auf den Arzt hören, was der empfiehlt. Das war jetzt einfach die Empfehlung von meinem Arzt, wie das für mich mit der Heilung war, ne? Und ich muss sagen, es hat super funktioniert. Ich war am Anfang so ein bisschen gehemmt, meine Brust zu trainieren, aber nicht, weil ich irgendwas gespürt hätte, sondern naja, man ist halt einfach vorsichtig, ne? Man denkt sich so, ja, okay, start mal lieber langsam. Aber auch so Laufen und solche Sachen, also so nach ungefähr 2,5, 3 Wochen war das alles gar kein Problem mehr. Ich denke, es wäre wahrscheinlich auch schon früher gegangen. Aber lieber ein bisschen vorsichtig sein als zu unvorsichtig. Und generell auch, was das Training an sich angeht, also ich mache ja voll gerne Krafttraining und ich merke wirklich mega Unterschied. Also als ich die Implantate reinmachen habe lassen, habe ich zu der Zeit gar keinen Sport gemacht. Das kam erst ein paar Jahre später. Das heißt, ich wusste bis jetzt nie, wie es ist, ohne Implantate zu trainieren. Also ich kannte das gar nicht anders. Und ihr könnt euch das so vorstellen, meine Implantate waren ja unter dem Muskel und sobald ich den Muskel angespannt habe, haben sich die Implantate so ein bisschen nach außen gedrückt. Das hat nicht weh getan, aber es war auch nicht geil. Also es hat sich jetzt nicht unbedingt schön angefühlt, es hat sich so ein bisschen unangenehm angefühlt. Ja, also auch zum Beispiel beim Rückentraining, ne? Also nicht nur beim Brusttraining, sondern auch beim Rückentraining hat man es immer so ein bisschen gemerkt. Wo ich es auch gemerkt habe, war beim Brustschwimmen. Also wenn ich wo schwimmen war, das war ganz komisch am Anfang. Weil Schwimmen wusste ich davor, wie das ist ohne. Und Schwimmen mit Implantaten war wirklich sehr eigenartig, muss ich sagen. Ja, und jetzt, es ist einfach befreiender zu trainieren. Also es ist halt einfach, ich kann trainieren und da ist halt nichts. Also, ne, es stört nichts.
Und das ist irgendwie sehr geil. Ja, also von dem her, Training läuft wirklich sehr gut. Auch das Brusttraining, es ist alles super. Der Arzt meinte auch, also obwohl das Implantat unter Muskel war, er hat mit dem Muskel jetzt beim Rausnehmen nichts machen müssen. Er hat, also von dem her habe ich nicht wirklich vorsichtig sein müssen mit dem Brustmuskel. Eine Sache, die auch sehr oft mit dem Thema einhergeht, ist das Thema Breast Implant Illness, also quasi, dass man bestimmte Symptome haben kann durch Brustimplantate. Das geht von Haarausfall bis zu Depressionen, Panikattacken. Was gibt es da noch? Hautausschlägen und alles Mögliche. Also es ist wirklich extrem breit gefächert, was man da nicht alles von bekommen kann. Es ist aber auch nicht alles belegt, dass es wirklich auf die Implantate zurückzuführen ist. Also das ist gerade irgendwie so ein Ding, was halt im Internet einhergeht. Ich glaube schon, dass da auch für viele Menschen was dran ist. Ich habe nie wirklich was gemerkt. Und auch kurz danach habe ich gesagt, so, ja, okay, ich gucke mir jetzt einfach mal die Symptome an und guck einfach mal, ob sich jetzt nach einiger Zeit halt irgendwas davon verändert für mich, dass ich merke. Weil nach 9 Jahren, man kennt es halt schon fast gar nicht mehr anders. Ne? Also alles, was man an Symptomen hat, denkt man sich, ja, okay, das bin halt einfach irgendwie ich. Und hat sich jetzt doch irgendwas verändert? Kann ich jetzt sagen, nach 3 Monaten, okay, ist irgendwas, was von dieser Liste an Symptomen, was sich für mich verändert hat? Und ich muss sagen, es ist wirklich eine Sache dabei, die ich krass gemerkt habe, die sich verändert hat. Und zwar ist das Nachtschwitzen. Also quasi, ich bin früher manchmal um 2 Uhr nachts aufgewacht und ich war klitschnass geschwitzt. Also so, dass ich bin mal kurz aufgestanden dann und ich musste mich wirklich auf eine andere Stelle vom Bett legen, weil das war einfach nass. Das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr. Ich muss auch dazu sagen, mein Schlafzimmer ist eiskalt. Es könnte ein bisschen auch damit zu tun haben, aber ich fühle, dass etwas anders ist. Also das ist ein Symptom, wo ich sage, ja, das könnte wirklich damit zu tun haben. Und ich habe heute mal in den Spiegel geguckt und weil viele immer sagen, ihre Augen werden weißer, also das Weiße vom Auge wird weißer. Ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen weißer geworden ist, aber ich weiß es auch nicht. Aber heute habe ich mir so gedacht, so, oh, deine Augen sehen irgendwie weiß aus. Ja, jetzt kommen wir zu dem brennendsten Thema. Wie sieht das Ganze denn jetzt aus? Ja, also ich bin ja jetzt von einem Doppel-D wieder runter auf ein und ich weiß gar nicht, welche BH-Größe ich genau habe, weil ich habe meistens irgendwie solche Dinger, solche Stoffteile an, weil ich normale BHs nicht wirklich mag. Die mochte ich auch schon vorher nicht. Wobei ich habe einen BH mal bei Victoria's Secret anprobiert und ich hatte ein B. Also es sieht so aus, als wenn ich ein B habe. Ein B. Ich hoffe, also dieser BH formt jetzt nicht unbedingt viel. Also vielleicht könnt ihr so ein bisschen erahnen, wie das Ganze aussieht. Er hebt jetzt auch nicht unbedingt wirklich viel hoch. Also so ungefähr sieht das Ganze jetzt aus. Viele haben die Sorge, und die hatte ich natürlich auch davor, hängt es denn? Also ich habe ja nichts straffen lassen und nach der OP, kurz nach der OP, waren sie schon ein bisschen, ja, haben sich schon so ein bisschen hängen lassen. Aber jetzt auch nicht so, dass es richtig, richtig schlimm war oder so. Also gar nicht eigentlich. Also generell haben sie ungefähr wieder so ausgesehen wie vorher. Aber, und jetzt kommt, die sind in den letzten 3 Monaten, also seit der OP, der Arzt hatte mir auch empfohlen, immer einen strammen BH anzuziehen, damit halt die Haut so ein bisschen supported wird und das sich so ein bisschen zurückbilden kann. Die sind noch mal richtig, richtig, richtig krass zurückgegangen. Und ich habe das daran wirklich sehr gut gemerkt, anhand von der Narbe. Weil die, also die liegt ja hier in der Unterbrustfalte
kurz nach der OP habe ich einfach gar nichts von der Narbe gesehen, weil einfach die Brust drüber war. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass die Brust halt wieder so ein bisschen hochgewandert ist. Und also es ist jetzt nicht so, dass wenn ich jetzt nackt bin, dass ich sofort die Narbe sehe. Also ich muss mich schon so ein bisschen, also wenn ich jetzt hier vielleicht so mal die Arme hoch mache, dann sieht man die. Aber daran habe ich einfach voll gut gesehen, wie die Brust nach oben gewandert ist. Und jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil. Ich zeige euch die Narbe. Ich weiß nicht, ob das spannend ist, aber ich zeige es euch einfach mal. Ich kann euch ja nicht die ganze Brust zeigen, ne? Das geht ja nicht. Genau. Also das ist einmal hier auf der Seite und hier auf der anderen Seite. Also so ist die Brust jetzt hochgezogen. Da sieht man die Narbe natürlich. Jetzt ziehe ich den BH weg, jetzt geht die Brust runter und man sieht halt wirklich nichts. Also die Narbe verschwindet halt echt schön in dieser Falte. Und er hat auch genau diese Narbe genommen, die er halt hatte vom Reinsetzen. Also ich habe jetzt keine zusätzliche Narbe, sondern einfach genau dieselbe. Ich würde sagen, sie ist vielleicht so 1 Zentimeter länger als vorher. Aber meine Güte. Also ich habe jetzt nicht wirklich ein Problem damit. Ich finde Narben immer toll, weil die erzählen eine Geschichte. Und ja, ich bin stolz auf mich und auf meine Brüste und ich fühle mich gut. Und ich liebe es, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Ich würde es nicht mehr anders haben wollen. Würdet ihr mich fragen, wenn ich jetzt nochmal 10 Jahre zurückgehen könnte, ob ich die Entscheidung wieder so treffen würde? Würde ich sagen, ja. Ich denke, so lustig sich das anhört, meine Brüste haben... oder meine Brustoperation damals hat mich natürlich auch irgendwie verändert, in dem Sinne, wie ich mich selber gesehen habe. Und ich denke schon, dass jede kleinste Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen, irgendwie unser Leben beeinflusst. Also quasi dieser Schmetterlingseffekt, wisst ihr? Und wer weiß, vielleicht wäre mein Leben anders verlaufen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Und ich bin glücklich, wie mein Leben ist. Also von dem her würde ich sofort wieder sagen, ja. Ich glaube, das wird jetzt auch das letzte Video gewesen sein, wo ich darüber rede. Aber gerne, wenn ihr mir Fragen stellen möchtet dazu, schreibt die gerne in die Kommentare oder auf Instagram. Was auch viele gefragt haben, ist, bei welchem Arzt ich war. Ich verlinke euch gerne die Praxis mal in der Infobox. Mit großer Empfehlung. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo dalassen natürlich nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis bald.